Seid ihr soweit? Jo. Ich sag immer, das jetzt ist. Das ist so ähnlich wie Rockets gegen Insurgents, aber anders. Wow, perfekt. Du hast einmal Lamborghinis und einmal Fahrräder. Und die Lamborghinis müssen die auf den Fahrrädern umfahren. Also das gleiche wie bisschen, in den LKW. So ein bisschen wie Hasta la Vista, bloß, ja, so. Na dann, gucken wir mal. Aber wir stehen hier oben. Wir haben. Was haben wir denn? Wir haben nur. Achso, doch, wir haben Fahrräder. Ja, toll, keiner wettet mit. Wo müssen wir hin? Hier auf die Plattform? Hier unten? Oder wo seid ihr denn? Ich habe nämlich Dings, hab noch das Hut noch aus von vorhin. Ja, ah, da unten sind sie. Verdammt. Ey! Scheiße. Ich hab sie. Ah. Aua! 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 Jawohl. Der Rico hat auch nicht mehr viel. Oh, Alter! Oh, Alter. Jawohl. Ich meine. Das tat weh. Fühlt sich gerädert. Wir wollen die da ein. Und Rico, wir wurden gekillt. Jetzt sind wir dran. Ja. Oh, das sind gar nicht jetzt solche Pussys, die oben bleiben. Ihr wurdet geschottenrockt? Kevin ist sowieso so einer, der lieber. Das verstehe ich nicht, Sven. Sven, das verstehe ich aber nicht. Wurde körperlich Gewalt angetan, ich habe auch gefühlt. Ja, du hast gesagt, ihr wurdet gekillt, also wurdet ihr geschottenrockt oder wie? Ja, gekillt mit zwei L, nicht mit einem. So. Eigentlich voll dumm, dass man sich eine Schutzweste da kaufen kann, weil es hat gar keinen Sinn. Ne? Nee, da wollte ich den. Den schönen Pinken. Gib das. Aua! Da stand ein Scheißschild. Oh! Aua! Bist du denn nein! Da ja, verknappt! Leute, er ist sogar gestorben. Ich wollte mit dem Fahrrad springen, das Fahrrad ist an der Kante hängen geblieben und ich bin weitergeflogen. Wie springt man denn mit dem Fahrrad? Nein, oben die Rampe, wo ihr runterkommt da. Ich bin euch doch entgegengefahren sozusagen. Aua! So, jetzt bist du dran. Aua! Alter! Sieht aus! Ja. You spin me right around! Was bin ich? Ja, jetzt war's das, ich bin vorbei. Alter! Wenn du einmal unten bist, hast du gar keine Chance mehr. Ich hab Kevin erledigt! Ah. Nur okay. Scheiß auf Kevin. Mhm. Das gibt doch Flecken und das riecht komisch. Ach nee. Ich habe Kevin erledigt. Ja, hättest du aber gerne. Kevin. Hättest du aber gerne. Ja, mein Schatz. Ich denke mal, mit noch ein paar mehr Leuten, so 8-9 wird das bestimmt geil hier. Ja, jetzt machen wir so viel. Das. Auch das andere, ja, denke ich. Ich versuche ja schon immer Werbung zu machen. Aber ich kenne nur kleine Facebook. Kinder. Hier auf Facebook hat es keinen Sinn. Morris. Mach auf OnlyFans, ja. Bei Svenja? Genau. Ja, das ist zu hart für. Übrigens,
spiele ich auch GTA auf der PlayStation. Also wenn ihr wollt, einfach Simper reinsappen, dann gebe ich euch den Namen. Ey. So ja. Jetzt, nee. Nee. Das war zu viel. Das war echt zu viel. Enrico, bleib stehen. Oh, was für Pussys. Von wegen hier. Muss man was überprüfen. So springt man, alles klar. Nein! Ach. Verdammt! Nein! Das hast du. Na verdammt! Das war knapp. Fahr rein! Jawohl! Da oben, Junge, steht doch nicht doof da oben rum. Warum stehst du mit mir? Ups. Hundehütte ist eklig. Geh weg! Ja. Boah, Alter! Boah, Alter! Voll der Salto! Seid ihr fertig? Aua! Ich krieg kein Leben. Jawohl! Hab ihn! Komm her, Svenja! Wo ist der überhaupt? Der ist immer da oben! Da ist er! Ist unten! Unten, wo wir gerade waren, oder was? Es ist, er ist gerade runtergekommen. Jetzt fahren wir wieder. Wo ist der denn hin? Ist er schon wieder hoch? Der ist doch gerade aufgegangen irgendwo. Der ist schon rüber. Der war eben unten. Oh, was für geile Unterschick. Ich weiß gar nicht, kommst du mit dem Fahrrad auch rüber? Oh, Alter! Wie denn? Ja, der Fahrrad ist da unten. Nein! Tschüss! Nein! Ich bin gefahren! Voll mitgenommen, den Sven. Nein, ich wollte so nie abtreten. Ich bin noch schüchtern. Ich bin noch schüchtern. Diese Ladezeiten. Ja. Das sage ich auch immer zwischen den ganzen Sex. Ja, manchmal ist das echt blöd. Du meinst so eine Halbjahrespause? Ja, gut, da würde ich mich auch beschweren. Meins. Ah, okay. Alter. Aber so knapp vom Runterfallen. Oh, Alter. Alter. Oh, guten Flug. Ja, das war's.
Du musst ja nicht als Radfahrer diese 9 Minuten überleben, oder was? Du hast keinen Punkt, wo nee, eigentlich rüberkommen. Hm. Wie rüberkommen? Wohin denn? Na, auf die andere Seite, da oben. Ach so. Ja, es ist nicht da runterkommen und überleben. Was glaubst du, warum der Parcours da oben ist? Okay. Ja, du hast als Rennfahrer eigentlich fast keine Chance. Jetzt ist es eh vorbei. Und als Autofahrer soll man dann dagegen springen oder was und dann wieder hochfahren? Yep. Ah, okay. Dann spielen wir das ja die ganze Zeit völlig falsch. Ich hab's ja versucht, aber ich rutsche immer runter. Ich war ja schon auf der Hälfte. Und da bin ich aber runtergefallen. Jetzt geht die pennen. Die pennt einfach ohne mich. Diese. Da wollte er mit ihr pennen und sie pennt einfach alleine. Ja, richtig. Wie spät haben wir es überhaupt gerade? 22.50 Uhr. Oh, Mensch, die Zeit vergeht. Mhm. Wenn man die ganze Zeit drauf wartet, dass was passiert. So. Ich dachte die ganze Zeit, man muss einfach nur überleben. Okay. Was musst du als Autofahrer, wo musst du da hin? Nirgendwo hin. Du musst versuchen, den Fahrradfahrer auch von dieser Bande hier runter zu kicken. Ja, Kevin. Die Radfahrer, komm mal her hier. Du bist ja da. Die müssen hier über die Plattform hier drüber fahren. Hm. Und wir müssen praktisch immer von hier aus rüberspringen und die versuchen dabei zu erwischen. Okay. Das ist die eigentliche Aufgabe. Boah, hat der Glück gehabt. Ich hab da nicht die Chance gehabt. Ach, scheiße. Aber ich weiß halt. Nicht überfahren, ich will mal was gucken. Lol. Die Frage ist nur, wenn du einmal runterfällst als Fahrradfahrer, was dann kommst du überhaupt wieder da hoch? Du kommst nicht mehr hoch, nee. Das will ich ja gerade gucken. Ich glaube nicht. Keine Sorge, ich will nur mal mitgucken. Ja, alles gut. Weil hier gibt's. Das ist ja eine reine Plattform da drüben. Komm ich. Du musst eigentlich nur genug Schwung haben, aber die Frage ist, zu viel darfst du auch nicht haben, sonst landest du ja wieder unten. Ja, das also man könnte hochkommen, aber man braucht einfach genug Anschwung. Das ist ja scheiße. Okay. Ich bin so gebaut. Ich schaff das. Irgendwie. Sind wir ja eigentlich auch im Flughafen? Aber wo ist Svenja schon wieder? Der hängt da oben noch rum. Er fährt Fahrrad und freut sich. Okay. Wer ist das hinter mir? Nein! Ich bin von der Schatzschatzschatz rabengerutscht. Ui, Memo. In oben. Aber das ist ja dumm. Ach du Scheiß, hier oben sind Kampfjets, mit denen wir euch dann fertig machen können. Okay. Mir wurde gerade das Fahrwerk genommen. Nein! Was kannst du eigentlich? Ja, komm du erstmal bis darüber, Kollege. Er war fast drüben. Ich wusste nur nicht, wie ich über diesen Balken da komme. Jo, wie kann man einpennen, wenn ich hier sitze und rumschreie? Ja, du kannst ja auch nicht einpennen, wenn sie da liegt und rumschreit. Das wäre was anderes. Wenn, dann würde ich mir Sorgen machen. Warum Sorgen? Dann weiß ich nicht. Wer weiß, wenn das ganze Blut wegrutscht, dann. Oh Mann. Ekelhaft. Ekelhaft.
Warum sind Sven und ich eigentlich immer in den gleichen Team? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe nichts dagegen, aber...